Mein Name ist Philipp Leitner. Ich beschäftige mich Fehler. Ja, jetzt habe ich auch einen gemacht. Na, Fehlern und Software und Musik und den äußerst interessanten musikalischen Erfahrungen, die man durch Fehler haben kann. Dazu mache ich fehlerhafte Software, die ich dann nachher auf der Bühne in ihrer ganzen Schönheit genieße. Mit einem Programm, das übrigens Beta-Test heißt. Also irgendwie, das ist elektro-instrumental improvisierte Musik und Musiker erzeugen ganz strange Geräusche mit diversen Instrumenten oder auch Stimme und ich sample die dann. Generiert überhaupt keine Geräusche aus sich selbst heraus. Genau. Eine meiner Grundregeln ist, dass am Computer keine Geräusche selbst erzeugt werden, sondern dass ich lediglich mit den Geräuschen, die außerhalb der erzeugt werden, arbeiten kann. Ja, nur die Eingabegeräte. Ein Monomi, eine LED-Button-Matrix und ein BCF 2000. Das ist einfach eine Federbox mit Motorfedern. Und diese Matrix durchläuft halt quasi die ganze Loop-Struktur und die kannst du halt dann belegen, oder wie? Ja, also es ist ein Sequencer-Teil in der Software inkludiert, den ich aber momentan selten verwende, halt eher nur bei Minimal-Sets oder so Club-Sets. Ja. Wenn ich wirklich improvisiere, dann arbeite ich mit verschobenen Loops und ohne den Sequencer, ohne Triggering. Also dazu... Schauen wir uns das an. Genau, schauen wir uns das mal an. Perfekt so, wenn das geht. Mach ich das so. Das eine muss näher zugehen. Nimmst du das? Okay. Da kommst du raus danach. Also ich meine, du hättest mich ja auf der... Du hättest mich ja so doppelt. Okay. Magie. Ich erzeuge ein Geräusch zum Beispiel. Wunderbar, übersteuer. Also das heißt, so nehmen wir mal einen Teil aus. Vielleicht einen, der nicht übersteuert. Suche mir einfach einen Teil, der mich interessiert. Vom Klanglichen her, ja. Der ist jetzt da nicht besonders instrumental. Ja. Ich muss mich da halt vollkommen auf mein Gehör verlassen, weil ich habe keine Visualisierung von der Wellenform. Das heißt, dieses Instrument ist halt lediglich nach dem Gehör zu benutzen. Zwei Samples, zwei Flächen. Aber jetzt, wo das System mal für dich läuft, ja, dann gibt es ja eigentlich keine Fehler mehr, oder? Jetzt hast du quasi die Grundregeln hast du bestimmt, in denen agierst du dann. Und du kannst dann quasi nur Zufälle zulassen, wo du halt flexibel sein kannst. Aber quasi der Fehler würde das System zum Absturz bringen. Der Fehler kann ja auch in akustischer Form auftreten. Also das ist im Spielen ist der Fehler danach auch ein Geräusch oder ein Klang, der aus dem Set herausschießt, der was zerstört vielleicht oder der ungewollt ist, unkontrolliert. Dadurch, dass ich ja auch oft in den Geräuschen danach wirklich auch nach Klängen suche, dass ich wirklich über diese Geräusche in sehr brutaler Form drüber fahre.
kannst ja jeden Fehler kannst du wieder zu einem Teil des Sounds machen, indem du halt einfach wiederholst. Genau, ja. Aber auch gar nicht nur durch Wiederholung. Ich glaube, dadurch, dass man eingeht auf den Fehler, baut man ihn ein. Und ich finde, der Fehler ist prinzipiell auch in der instrumentalen Improvisation ein wesentlicher Bestandteil. Also ich kann ja auch nach einem Blues-Schema improvisieren. Ist halt nicht unbedingt freie Improvisation, sondern normalerweise in einer instrumentalen Improvisation lasse ich mich ja auch treiben. Lande ich irgendwo in einem Teil, der total disharmonisch ist, in einem harmonischen Set, oder in einem Part, der total harmonisch ist, in einem disharmonischen Set. Das ist dann quasi ein Fehler, aber dieser Fehler ist dann quasi, es ist ja eigentlich, diese Wertigkeit gibt es ja dann nicht. Es gibt einen Moment, und das kann ein inspirierender Moment sein, oder es kann einfach in ein Schema passen. Und ich denke, diese Unterbrechung von Schemen oder von Entwicklungen ist einfach ein wesentlicher Teil von Improvisation.